Hallo, ihr Lieben, ich habe heute nochmal Redewendungen zum Thema Kleidung für euch, auch manchmal Teile von Kleidung. Ihr werdet es gleich sehen. Der erste Ausdruck, den ich erklären möchte, ist der Schürzenjäger. Da gibt es im Wort zwei Teile. Einmal die Schürze, vielleicht habt ihr eine zu Hause, das ist eine Schürze. Und das andere ist der Jäger. Der Jäger ist ein Mensch, der schießt. Warum sollte ich auf eine Schürze schießen? Schürze steht in diesem Ausdruck für Frau, weil meistens Frauen Schürzen zur Hausarbeit tragen, beim Kochen, beim Geschirrspülen, beim Putzen. Manche Männer tragen auch Schürzen beim Grillen heutzutage. Ja, also der Schürzenjäger ist ein Mann, der jede Schürze erobern will, sozusagen, der mit allen Frauen flirtet. Und ja, wenn er das tut, dann sind manchmal die Ehemänner oder die Väter und so weiter böse auf ihn. Und dann geht es ihm an den Kragen. Der Kragen ist der Teil an einer Bluse oder an einem Hemd, das ist der Kragen, der am Hals liegt. Also Kragen steht hier eigentlich für Hals. Jemand ist böse auf jemanden. Es geht ihm an den Kragen. Dieser Ausdruck kann heute auch übertragen gemeint sein. Also ich will nicht wirklich jemanden würgen, aber zum Beispiel kommt das Finanzamt. Ich habe zu wenig Steuern bezahlt. Ich habe schwarz gearbeitet. Und das Finanzamt hat das rausbekommen und jetzt geht es mir an den Kragen. Der dritte Ausdruck ist jetzt wieder positiv. Ich bin ganz von den Socken. Die Socken sind an den Füßen, in den Schuhen. Ja, ich bin von den Socken, das heißt, es ist etwas besser als normal. Ich finde etwas toll. Ich bin begeistert. Ich bin aus dem Häuschen. Also das ist positiv. Beispiel, oh, ich finde deine neue Wohnung sehr schön. Ich bin ganz von den Socken. Oder Lukas hat eine Reise geschenkt bekommen von seiner Freundin in eine interessante Stadt. Er freut sich sehr, er ist ganz von den Socken. Redewendung Nummer 4 hat etwas mit dem Ärmel zu tun. Das ist der Ärmel und die Redewendung heißt die Ärmel hochkrempeln. Ich kann also so machen. Es gibt lange Ärmel, es gibt kurze Ärmel, es gibt ärmellose Blusen, Kleider, Hemden. Ja, zu welcher Gelegenheit würdest du die Ärmel hochkrempeln? Richtig, wenn du etwas arbeiten möchtest. Zum Beispiel das Geschirr waschen, der Ärmel soll nicht nass werden. Im Garten arbeiten, der Ärmel soll nicht schmutzig werden. Also die Ärmel hochkrempeln ist ein Synonym für wir möchten etwas arbeiten. Oft verwendet in dem Ausdruck, lass uns die Ärmel hochkrempeln, fangen wir an. Und Redewendung Nummer 5. Lukas ist ein sehr netter Mensch. Er würde sein letztes Hemd hergeben. Ich habe ein Hemd, ein Unterhemd. Das Unterhemd ist das letzte Hemd und dann habe ich gar nichts mehr. Also, Lukas ist sehr freigebig, sehr großzügig. Der Ausdruck ist ein Lob für Lukas, aber auch ein kleines bisschen Sorge.
Er muss aufpassen, dass er selber auch noch was behält. Das war's für heute. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.